Hallo meine Lieben, und da bin ich, wie versprochen, ihr habt schon ein bisschen in dem anderen Video gesehen, mit meinem Herbst-Setup. Ich bin eingezogen in den Pillarbox Original Red oder Pillarbox Red Original, Pillarbox Personal, wie auch immer. Ihr seht ihn in Rot. Ja, wie ihr schwer zu erkennt, was habe ich denn heute für ein Deutsch? Meine Güte, meine Güte. Habe ich meinen Eichelcharme an den Planer dran gemacht, weil der ja eben super zum Herbst passt. Ja, das ist eben der Pillarbox Red. Den hatte ich einer lieben Philofaxerin abgekauft. Den fand ich einfach total toll. So, und da gucken wir mal rein. Ta-da-ta. Da haben wir schon ein bisschen was. Wir fangen einfach mal hier an. Auf der Seite hier habe ich so ein. Ich weiß noch nicht, ob ich es lasse. Mal gucken. Ich habe hier so ein, wie sagt man dazu? Diese Deckchen, wo man halt unter einen kleinen Kuchen legt. Ich weiß nicht, Kuchendeckchen in Gold mir zurechtgeschnitten. Ich mache mal hier den Igelchen ab. Habe mir ein Stück Papier in Rot laminiert. Und da Herbst-Tapes drauf gemacht. Da habe ich mein Hirsch-Paperclip und in Rosgold so ein Igelchen, den ich bei meiner Mama mal ausgestanzt habe. Ich liebe ja Igel, wie ihr wisst. Den habe ich da einfach drunter geklemmt. So. Dann habe ich mir einen Eulenclip gebastelt. Von Stampin' Up. Ist das ein Stanzer? Ich glaube, das war ein Stanzer. Ja. Mit einer Brille. Genau, und habe hier noch Herbstschleifen Clip gebastelt. Ja. Ja. Also finde ich es eigentlich schon mal nicht schlecht, aber ich weiß auch nicht, ob es mir nicht doch ein bisschen zu viel ist und ich die goldenen Deckchen wieder wegmache. Das weiß ich noch nicht. Da bin ich ein bisschen unschlüssig. So, dann kommen wir zu meinem Flyleaf. Ich habe da einfach meine Sonnenblumen Blätter einlaminiert. Ich habe gedacht, ich probiere das mal und das hat ganz gut funktioniert und ist mal was anderes. Dann habe ich hier auch so einen goldenen Clip dran. Ja, das Einzige, was man ein bisschen sieht, aber was mich jetzt nicht stört, ich nehme es mal raus, damit ich es euch mal zeigen kann. Mal gucken, ob ihr das seht. Das sind manchmal so Klebe. Flecken noch dazwischen. Und das sind keine schlechten Blätter, das sind rote Sonnenblumen mit dazwischen. Ich hatte nämlich diesmal rote Sonnenblumen. Dann kommen wir zu den Dividern. Die habe ich selbst geplottert. Juhu, ich habe es versucht und es hat funktioniert. Ich habe mir ein Stück roten Karton genommen und man kann ja schreiben und die Teile dann miteinander verbinden. Das habe ich getan. Ja, und dann hat man das hier eben so schön auf der Seite. Jetzt muss ich nicht mehr selber kaufen, jetzt kann ich das selber machen. Hier oben drauf habe ich was anderes probiert. Ich versuche es mal. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Vermutlich nicht. Nein, man sieht es nicht. Das ist Serviette. Das ist eine Serviette. Und das fand ich ganz toll. Habe ich die hier irgendwo? Nee, gerade nicht in Sichtweise. Weite. Und habe dann eben die Serviette da genommen. Dann habe ich hier noch so ein Bildchen, habe das mit so einem Binderclip dran gemacht. Hier habe ich noch einen Magnetclip mit Fuchs, weil mir das oben drauf nicht gefallen hat, habe ich hier einfach ein Herbsttape drüber gemacht. Ich habe diesmal noch gar nicht so viel drin in meinem Planer. Also dann habe ich, was ihr alle schon kennt, mit meinen Mizis, Luna, Oscar, Susi. Schatzi, ich. Dann kommen meine ganzen Dekos. So, dann habe ich mir noch ein heute Lineal gemacht, auch so. Und habe mir diese Washi-Tierchen ausgeschnitten. Das war ein Sample von Meerblick. Die hat immer ab und zu wunder, wunder, wunder. Also eigentlich hat sie immer wunder, 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 wunderschöne Samples. Dann mein nächster Device, das ist Listen. Auch mit Serviette. Genau, hier habe ich auch noch einen Clip dran. Und zwei, drei Listen habe ich schon drin.
Aber die Herbst-Bucketliste habt ihr vielleicht schon auf Instagram gesehen. Dann habe ich versuche mal ein bisschen. Wir machen einfach mal so. Tada! Deko-Ideen. Hätte ich ja mal was drüber kleben können. Die 90s hatten wir schon, Fluch der Karibik auch, dass ich mir so aufgeschrieben habe. Dann meine Wunschliste. Das habe ich übrigens alles auf dem Filofax Originalpapier gemacht und ich muss sagen, das gefällt mir mittlerweile von der Dicke ganz gut. Und weil ich zurzeit auch Stifte finde, die nicht durchdrucken. Und ich bin am Überlegen, ob ich das vielleicht probiere oder mir einfach Einlagen hole. Das ist ja hier schon die Aufteilung. Die habe ich einfach übernommen, mir aufgezeichnet von der letzten Deko, wie eigentlich die Originalseiten sind. Und ich überlege mir vielleicht, zumindest in so dünneren Papier vielleicht Einlagen zu holen. Vielleicht. Mal schauen. Weil doch die Dekos dann recht dick sind. Schaut mal, das ist jetzt von März. Na gut, geht eigentlich, ne? März. Nee, ist März, glaube ich, vorbei. April, oder? Moment. Ja. April. 5 Monate. Das geht eigentlich. Aber es ist schon voll, ne? Wenn man so guckt, ist es eigentlich schon wieder voll. Ja. Der letzte Divider ist Sonstiges. Hier werde ich bestimmt auch in meine YouTube-Listen reinmachen. Ist Sonstiges und da habe ich eigentlich so gut wie noch gar nichts drin. Das Filofax Lineal und die Blätter. Da wird sicherlich auch noch irgendwas reinkommen. Und ich vermisse gerade, hier habe ich noch das Gläser, das Original, meine Hülle. Ich weiß gar nicht, wo habe ich. Hab ich. War da gar keine drin? Da mache ich eine rein. Ja, genau. Hier hinten habe ich meinen Filofax-Block aufgeklebt. Und hier oben guckt eine süße kleine Eule raus. Die habe ich von der lieben Kerstin bekommen. Die ziert auch meinen Planer. Genau, ich habe diesmal keinen Ringschutz reingemacht, weil ich festgestellt habe, dass es eigentlich so gut wie Blödsinn ist. Es vertritt ja jeder eine andere Meinung, weil ich finde, so doll. Ganz ehrlich, druckt es gar nicht ab. Man sieht hier ganz leicht minimal so ein kleines Pünktchen. Die hat man aber auch schon bei neuen Planern. Kann ich euch gerne mal zeigen. Der ist nämlich unbenutzt. Und seht ihr das? Das ist eigentlich auch kein richtiger rein gedruckt, man sieht es da einfach nur glänzen, mehr ist es gar nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, völliger Quatsch. Wie lange steht der schon da? Und der druckt überhaupt nichts ab. Deswegen lasse ich das diesmal. Genau. Irgendwas stört gerade hier. Ach ja, die Eiche. Ja, mein Herbst-Setup. Wenn ich noch was ändere, dann zeige ich es euch, aber ich denke, das wird so bleiben. Mag das nicht so doll voll krachen, wobei es jetzt eigentlich schon recht voll ist bei mir. Ja, genau. Ja, und es guckt ganz schön viel raus diesmal. Dann war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und da bin ich nochmal ganz kurz im Nachgang. Ich halte es gerade, deswegen ist es jetzt gerade ein bisschen wackelig. Und zwar habe ich jetzt schon wieder schon was geändert. Heute kam nämlich die liebe Happy Mail von der lieben Frau Anne an. Und ich habe ein Flyleaf bekommen, was ich hier einfach über meine Sonnenblumen geheftet habe. So sieht das aus. Und ich finde das jetzt einfach mega toll, weil das wirkt gleich ganz anders sah. Ich versuche mal, dass es nicht glänzt. Seht ihr das? Ist das nicht schön? Ah, ich bin begeistert. Das finde ich echt mega, 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 mega toll. Also vielen, vielen lieben Dank an der Stelle für, liebe Anne. Ich habe mich riesig über dein Happy Mail gefreut. Ja, das wollte ich euch nur kurz zeigen. Tschüss.